Hallo, herzlich willkommen zurück bei Moonlighter. Ja, wir sind beim letzten Mal aus dem Dungeon geflohen, naja, zurückgekehrt. Und ich wunderte mich darüber, dass ich 400 Goldstücke abgezogen bekommen habe. Ja, da muss ja jetzt wieder was verdient werden, ne? Wir werden den Shop eröffnen. Ich muss aber erstmal gucken. Erstmal gucken, was hier überhaupt Sache ist. Für was ich das Runenwerkzeug. Für so, nochmal. Für was ich das Zeug verkaufen kann. So. Was haben wir denn da? Golem, Büste, Tech, Händler. So. Golem. Im Golem-Turm, Golem-Dungeon. Ich will immer Golem-Turm sagen. Ich weiß auch gar nicht warum. So. Sieht aus wie ein Werkzeug mit jetzt eine Hilfe, mein Text in Metall. Und Stein einmeißeln kann, ob ich meine Ausrüstung damit Runen hinzufügen kann. Was sind denn die anderen Sachen? Ach da, Hartstahl. 200 ist ein super Preis. Kannst du also sogar noch teurer verkaufen. Stoff. 100 ist zu gut. So, machen wir mal 150 daraus. Gießereireste, uraltes Gefäß, kristalline Energie. Ich glaube aber, wir platzieren jetzt erstmal Zeug hier, ne? Wir haben zum Beispiel Hartstahl. 200, machen wir es mal ein bisschen teurer. Machen wir es mal auf 220, bin ich ganz so gemein. Was haben wir hier noch? Dieser Shit, ne? Stoff war 100. Ach, guck mal, hier können wir es ja auch direkt sehen, ne? Dann machen wir das mal auf 100, 130. Ja, da zieht der Chaos die Sachen direkt an. Das, Moment. Halt, stopp! Das kommt auch darüber. Nein, doch nicht diesen blöden Zahnstein. Wo ist es denn? Hier. 30. Ja. Und was haben wir hier? Diesen Shit. Das können wir wegschmeißen. Und was ist denn zum Beispiel? Ach, guck mal. Perfekt. Und was ist hiermit? Herz eines Golems. Da setzen wir mal den Preis für 3 Stück. 200 pro Stück. Gucken wir mal, was die Leute dazu sagen. Jetzt geht's los. Leute, kauft ein bei mir. Zu teuer, okay. Dann machen wir das ein bisschen runter. Boah, die ist aber sauer über den Preis. Gut. Gut. Okay, die denken also, die haben ein Schnäppchen gemacht. Gut, gut, gut. Und du, wer bist du? Komm, da können wir direkt neue Sachen platzieren. Das Zeug hier. Da ist noch mehr Platz. Wassersphäre. Ich habe keine Ahnung, was das ist, was das bringt. Kauft fleißig ein, meine lieben Freunde. Ich bin euer bester Freund. Sehr gut, der hat's gekauft. Jo, Omi hat's gekauft. Es ist ja ein bisschen zu teuer. Es war der Omi etwas zu niedrig. Uraltes Gefäß. Ich habe keine Ahnung. Ich mache gerade Geld. Sehr schön. Sehr schön. Oh, das war zu günstig.
Naja, nachher ist man immer schlauer, ne? Ist der Tag schon beendet? Perfekto. Oh, es war auch zu günstig. Hier, bitte. Wow, jetzt habe ich aber gut Zeug verkauft, wa? Gießereireste. Zahnstein. Der Zahnstein kann weg, echt, oder? Das habe ich doch gerade schon mal verkauft. Linsen. Ermächtigender Kristall. Gucken, was sie davon halten, von den Sachen. Ja, das geht ja immer weg, das Zeug. Ne? Zu teuer. Ermächtigender Kristall ist zu teuer. Also machen wir hier... Glaslinsen. Ja, muss man sich dann so rantasten, ne? Was ein guter Preis ist, was verramscht wird und so weiter. Hey, schon 2200. Ah, mein Laden läuft gut. Ja, das ist ein guter Preis für den Kristall. Das ist ein zu guter Preis. So, Freunde, hab nichts mehr. Oder? Oh, doch. Tausend. Tausendeins. Das fucking Gelee. Zahnstein verkaufe ich für 2 das Stück. Oh, der Tag ist beendet. Nicht schlecht, oder? Popularität. Hohe Popularität hat das Gelee. Na gut, dann kann ich auch mehr Gelee kaufen, finden, ne? Mittlere Popularität. Oh, das ist wieder runtergegangen. Cool. Haben wir schön was verkauft. Jetzt können wir mal hier hin. Kann ich meinen Shop aufwerten? 8000 brauche ich. Wow. Okay, wir holen aber mal noch ein paar Leute hier rein. So, hier kann ich meine Sachen verbessern, meine Waffen. So, Zauberei und hier. Oh, das kostet auch 5500. Dann machen wir mal den. Jawohl. Wir haben jetzt jemand Neues in der Stadt. Das Mädchen hier. Der hölzerne Hut. Yeah. Ich mache mich, wa? So, dann gucken wir direkt mal, was die hier zu sagen haben. André. Hey, Kleiner, du bist Will, oder? Der, der meine Schmiedkünste angeheuert hat, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ich bin André, Schmied mit Leib und Seele, der Beste weit und breit blieb. Brauchst du neue Waffen oder Rüstungen? Sind deine Schilde verbeult? Dann schau einfach in der Vulkanschmiede vorbei. Hui.
So, was haben wir denn hier? Vulkanschmiede. Schwerter und Schilde. Großschwerter. Speere, Handschuhe, Bögen. Oh, einen Bogen hätte ich gern. Benötigt 4-mal das Zeug, was ich gerade verkauft habe. 10-mal Äste, die ich auch verkauft habe. Und 6-mal dieses Zeug da. Und kostet immer noch 1000. Jetzt verstehe ich's. Aha, okay. Handschuhe. Ich habe nichts mehr im Besitz, ne? Rüstung. Habe ich keine. Okay, dann muss ich jetzt mal ein bisschen Zeug sammeln und es nicht verkaufen. Oh, das ist... Ja, das ist ein schwieriger Grat, eine schwierige Gratwanderung ist das. Zeug verkaufen, aber auch nicht zu viel verkaufen, weil ich es brauche, um meine Sachen aufzurüsten. So, und das Mädchen hier mit dem Hut? Die Frau. Eris. Murmel. Wie spricht die denn? ein Kunde. Tut mir leid, dieses Buch ist einfach so gut. Alles klar, komm wieder auf den Boden. Also, ich bin Eris und Betreiberin des hölzernen Huts. Ich bin deine Hexe, wenn es um Verzauberung oder Tränke geht. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Es sei denn, ich lese gerade ein gutes Buch. Was willst du heute herstellen, Tränke? Dafür brauche ich den Schleim. Und kostet aber 118. Wow. Davon habe ich aber eh einige im Dings. Warum kostet das hier mehr als das andere? Ach, weil ich dafür nichts benötige, verstehe. Ah, oh, das ist aber direkt viel teurer, oder? Stellt 75 Lebenspunkte her, stellt 200 und stellt 500 wieder her. Oh, hier unten gibt es noch mehr. Stellt alle Lebenspunkte wieder her. Deckt den Golem dann auf der Karte auf. Auch interessant. So, und bei Verzauberung? Da kann ich meine aktuellen Sachen verzaubern, die ich habe. Ich habe aber nichts. Ich muss also echt sammeln, Leute. Ich muss jetzt echt raiden. Ja, mal gucken, wie lange wir das hier treiben, ne? Wenn das Spiel zu sehr ausartet. Naja, aber vielleicht ist es ja auch ganz cool. Ich meine, ich habe ja noch nicht mal den ersten Dungeon geschafft, ne? Bin noch nicht stärker geworden oder sonst was. Jetzt wird weitergekämpft. Mein Rucksack müsste fast leer sein. Ich brauche einen größeren Rucksack. Einen viel größeren. Da passt ja kaum was rein. So. Auf geht's. Was haben wir hier? Stoff und das. Nehmen wir natürlich alles. Dankeschön. Ja, und die vermeintlich unwichtigen Sachen sind auch gar nicht so unwichtig, ne? Haben wir jetzt ja auch schon festgestellt. Ich brauche die, um Rezepte herzustellen. Oder Waffen oder sonst was. Aua. Ey. So, jetzt heile ich mich mal. Das ist dieses dieser blöde Schleim, also doch wichtiger als als gedacht. Ah, sehr schön, sehr schön. Oh, Sackgasse.
nicht schlimm. Ah, ich habe schon 14 von 20 Slots in meinem Rucksack verwendet. Autsch. Aber ich könnte auch einfach das, was ich habe, das kann man auch stacken. Autsch. Ich bin zu lahm. Echt viel zu lahm. Jetzt habe ich nur noch einen Trank. Heute habe ich zum ersten Mal diese mysteriösen Dungeons betreten. Sie wurden nicht weit von Rynoko entdeckt, einem kleinen schnuckligen Dorf gleich nördlich des Kraters. Man kann sagen, dass sie recht außergewöhnlich sind. Beliebig viele Abenteurer können gleichzeitig einen Dungeon betreten, aber jeder von ihnen muss ihn alleine erkunden. Diese Dungeons scheinen sich nach der jeweiligen Person auszurichten. Ein einzigartiges Labyrinth für jeden, niemals derselbe Aufbau. Das gibt einem jedoch zu denken. Wenn sich niemand in einem Dungeon befindet, existiert er dann überhaupt? Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Jetzt strömen sie alle in die Dungeons, um ihre Schätze zu erhaschen, völlig ungeachtet der Gefahren, die von ihren Bewohnern ausgehen. Nur für etwas Gold und Ruhm. Aber nicht ich. Nein, mir geht es um die großen Fragen. Woher sind diese Dungeons gekommen? Warum verändern sie sich immer und immer wieder? Und warum sind sie mit sagenhaften Schätzen gefüllt? Ich bin nicht auf der Suche nach dem Was. Ich bin auf der Suche nach dem Wie und Warum. Zack. Aha. Hatte jemand sein Zelt aufgeschlagen im Dungeon? Mhm. Ich könnte noch so ein paar Tränke gebrauchen. Ne? Aua. Ja, das habe ich erst schon mal gelesen jetzt, ne? Alles nehmen wir, alles nehmen wir. Bis es nichts mehr, bis kein Platz mehr ist. Sehr schön. Dieser Dungeon sieht aus, als wäre er früher friedlich gewesen. Jetzt ist ein Friedhof voller Steinwächter, die nun darauf warten, dass Plünderer vorbeiziehen. Jetzt bin ich in Ebene 2. Da kostet es mich gleich auch direkt mehr, wenn ich wieder reingehen möchte. So, guck mal, ich bin schon ganz schön vollgepackt hier. Zahnstein. Oh, was ist das denn da? Ach, das ist so eine Hand. Autsch! Mist, ich kann die nicht kaputt machen. Was mache ich denn da? Oh nein! Geht nicht.
Ich bin Besen. Oh, Tatsache. Oder mit dem aufgeladenen Schwert. Nee, mit dem Besen aber. Ich krieg den mit dem Besen besiegt. Das ist ja bescheuert, oder? Hätte ich jetzt eher nicht mitgerechnet, aber okay. Gegenstand bleibt verborgen. Das lassen wir dafür hier. Das Gelee lassen wir mal hier. Das möchte ich mitnehmen. Nein! Was haben wir denn hier noch? Nein! Um Gottes Willen! Ich wüsste gern, was es ist. Aber ich habe schon wieder zu viel Zeug dabei, ne? Jetzt habe ich das schon wieder hier. Tja, Leute. Muss ich schon wieder hier raus. Aus der guten Stube. Naja, dann gucken wir mal, wie wir uns mal aufpimpen können. Oder? 29 Gegner, 4 Schatztruhen. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich Sachen verkaufe und nochmal zu den Händlern gehe. Macht's gut, ciao.